Energy. Hit Music Only. Hallo ihr Lieben, ich freue mich heute bei uns im Energy Star Talk DJ Sean Finn. Hi, servus. Hallo, servus. Du als allererstes Mal, ich habe recherchiert, aber ich konnte gar nicht rausfinden, wie dein echter Name eigentlich ist. Das ist auch streng geheim. Nee, natürlich nicht. Mein echter Name ist Yves, das kommt aus dem Französischen. Also meine Eltern kommen schon aus Deutschland beide. Aber von den Vorfahren habe ich mir erzählen lassen, kamen die aus der Schweiz und aus Südfrankreich. Sehr schön. Dann beschreib doch mal so ein bisschen deinen Sound, was du machst, was zeichnet dich aus? Also ich habe angefangen mit House im Bereich des House. House ist natürlich ein großes Spektrum. Es hat sich dann im Laufe der Zeit gewandelt in Richtung Elektro-House, Progressive-House. Damit bin ich groß geworden und auch heute noch fest dabei. Und es gibt viele große Stars, die wir alle kennen. Ich nenne zum Beispiel David Guetta etc., mit denen du auch schon zusammengearbeitet hast und die du auch schon getroffen hast und Songs gemixt hast und so. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen. Ja, also mit vielen habe ich ja eine Nummer aufgenommen, zum Beispiel auf meinem Album We Are One, das letztes Jahr im September rauskam. Da waren zum Beispiel so Größen dabei, eben wie Chris Willis, der mit David Guetta seine ersten Erfolgshits hatte, Love Don't Let Me Go und Love Is Gone. Oder Steve Edwards, der World Hold On, diesen Welthit hatte. Und so habe ich mir eben so circa 20 Featurings geholt. So Good ist jetzt momentan aktuell. Da gibt es auch ein tolles Video. Das haben wir mit Chris Willis in Dubai gedreht. Und ist jetzt momentan gerade eingestiegen in den Charts. Platz 12, glaube ich. Wir sind schon sehr gespannt und wir freuen uns natürlich jetzt auf die Energy Master Mix Party bei uns in München im Talk Club. Du bist mit dabei. Endlich. Was erwartet uns denn? Uns erwartet ein Musikprogramm der Superlativen. Lasst euch einfach überraschen. Es werden viele bekannte Sachen dabei sein, die ihr kennt, aber auch wieder nicht kennt. Bootlegs, Mashups, viele Sachen von mir. Viele bekannte Sachen und unbekannte Sachen, wo euch auf jeden Fall gefallen werden. Hit Music Only.